Hallo zusammen. Hallo Christian. Hallo Sascha. Was machst du denn hier? Lauf. War ein Zufall. Christian, hast du Feierabend? Ja, seit einem Stündchen. Wahnsinn. Ja, komm, dann laufen wir mal ein paar Meter. Da ist dann noch einer. Hallo. Hallo. Weiter dann. Da ist der Christian von Geh raus. Auf die Halde rein, Freund. Richtig, denn wir haben uns kurzfristig verabredet, um einfach mal einen kleinen Abendspaziergang zu machen vor netter Kulisse. Und so haben wir uns wieder mal einen tollen Spot ausgesucht, den wir beide sehr, sehr gut kennen. Es geht hoch zum Geleucht, ne? Einfach mal Panorama genießen. Sehr, sehr geil. Kommt mit. Es zirpen die Zikaden. Ach, wie schön. Eine Grubenlampe in Rot. Wolltest du nicht schon mal so eine haben? Ich? Ja, sie ja. Wo ist denn damit? Für den Garten. Ich hab doch gar keinen Garten. Aber auf dem Balkon? Ich glaube, das ist jetzt zu klein. Kannst du dir nicht einen Garten stellen? Kein Garten. Auch kein Garten? Nee. Machen wir denn da? Man sieht sie kaum. Ja, sehr geil. Der Christian hat die Drohne mitgenommen. Und die steht jetzt da oben. Ja, wir beide sind ja schon mal geflogen. Das ist ja ein typischer Spot. Aber es ist natürlich auch ordentlich windig, sodass auch immer wieder Windgeschwindigkeiten angezeigt werden und nicht ganz so einfach ist, mit dem kleinen Quadrocopter zu fliegen, aber da ist schon eine ordentliche Höhe da oben. Also ich finde es auch immer wieder spannend und jetzt, wenn man selber mal nicht fliegt und das Ganze dann auch mal sieht, finde ich auch nochmal super spannend. Also ist echt nett. Feierabend für heute, aus die Maus, Ende im Gelände. Speed Haldening at its best hier mit Christian von Geh raus und der Hazel. So, es war auf jeden Fall mal wieder ein Genuss, das Geleucht zu sehen und nicht das Gehänge. Jetzt darf ich gar nicht sagen, wegen gesperrt. ja, lassen wir einfach mal laufen, gucken, was passiert. So, kurze kleine Abendrunde vor toller Kulisse, natürlich wie immer. Schöne Panoramen eingefangen und jetzt geht auch ab nach Haus und auf die Couch. Macht es gut, bis bald, euer Schrubi von Portananda. Ciao.